Ja, hallo, der Myopi hier. Ja, ich bin gerade im Hardcore-Modus unterwegs und habe dort einen Stufe 52 Mönch. Ja, falls es ihn interessiert. Und ich bin gerade dabei, den Skelettkönig zu legen. Und das wollte ich auf Video festhalten, damit ihr Freude dran haben könnt. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch dann nicht über mein Ableben freuen. Sondern darüber, dass ich es geschafft habe. Ja, ich muss sagen, bis Hölle, auf dem Schwierigkeitsgrad befinde ich mich ja, dann war es eigentlich okay auf Hardcore. Ich glaube in Akt 3 Albtraum, da war es ein, zweimal knapp, dass ich nicht gestorben bin. Und hier auf Hölle bis jetzt geht's gut. Aber man muss jetzt doch tatsächlich die Augen aufhalten bei Elitegruppen. Da können durchaus Kombinationen dabei sein, die einfach echt schwer sind. Die haben ja jetzt drei Fähigkeiten, die Elite. Und wenn da so Arkan und Eis und Feuerketten dabei ist, dann kann es schon mal kritisch werden. Aber jetzt erstmal den Skelettkönig. Der erste Boss hier auf Hölle. Ansonsten bin ich echt sehr zufrieden mit meiner Wahl des Mönchs so als Hardcore-Charakter. Er ist wirklich ein Überlebenskünstler, es ist einfach nice. Oh, da habe ich gleich nur gerade an der doofen Stelle gezündet, hätte ich mir sparen können. Unterbreche ihn gerne, wenn er die Skelette beschwört, obwohl er es insgesamt natürlich nur verzögert, weil er beschwört trotzdem seine ganzen Skelette, dann holt das halt nach, wenn er sich erholt hat. Meine Skillung entspricht übrigens genau der Skillung, wie sie auch mein Softcore-Mönch hat. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr gerne in das Video gucken, wo ich mit dem Mönch Akt 4 auf Inferno und Diablo lege, da sieht man meine Skillung. Die benutze ich hier auch. Es gibt einen kleinen Unterschied zu meiner jetzigen Skillung des Mönchs. Mittlerweile hat er noch etwas besseres Equip als damals, wo ich Akt 4 geschafft habe. Jetzt benutze ich reißender Wind anstatt Lichtblitz. Aber hier auf Hardcore habe ich mir gedacht, ich lasse Lichtblitz weiterhin drin. Scheiß auf den Schaden, da ist mir eindeutig das Überleben wichtiger, weil es hat ja irgendwie so leicht unangenehme Nebenwirkungen, wenn man am Boden liegt. Ah, jetzt ist ein guter Moment für Gleichmut. Ich liebe die Explosion einfach von explodierender Hand. Bin mal gespannt, wie sie den Skill noch verbessern nach dem Patch 1.4. Ah, es dürfte es jetzt langsam jo, gewesen sein.
Schön, mein erster Boss in Hardcore auf Hölle. Super dufte. Ich bin mittlerweile mit meinem mit meiner Hardcore-Mönchin beziehungsweise Nonne auf Hölle bei Königin Aranea angekommen in Akte 1. Und den Kampf gegen sie werde ich mal mitfilmen, weil es könnte ja mein letzter sein. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Ja, bis jetzt ganz locker. Ja, in der Giftfläche sollte ich glaube ich nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Oh, jetzt habe ich eigentlich darauf gewartet, dass sie wieder verschwindet und ihre Dienerspinnen ruft, aber genau. Das passiert ja nur zweimal. War das auf Inferno nicht dreimal? Ja, zumindest hier auf Hölle nicht. Ihr werdet ihr Gift brauchen, um diese Netze aufzulösen. Bitte beeilt euch! Ja, sehr gut. Das war Königin Aranea. Befreie ich die gute Frau. Bis jetzt noch ganz freundlich, aber jetzt wird sie doch ein bisschen nervig. Ja, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Boss. Das dürfte ja dann der Schlechter sein. Der ist wahrscheinlich ein Stück interessanter. So, jetzt habe ich mich vorgearbeitet mit meinem Hardcore-Mönch bis zum Schlechter, also das Ende von Akt 1. Und ich habe ein bisschen Bammel, muss ich sagen, weil der ist nicht ohne. Jetzt habe ich mein ganzes Gold fürs Craften ausgegeben und habe hier so halbwegs gute Armschienen, allerdings Geschick Vita ist nicht drauf, aber die haben ziemlich viel Rüstung, ein bisschen Life-Rack, ein bisschen Feuerwiderstand. Ja, Widerstände sind jetzt bei süßen 80, aber immerhin Rüstung bei 4,3 ist auch ganz okay, ein bisschen Life-Rack, Heilkugelbonus. Ja. Nehmen wir es mal in Angriff. Oh mein Gott. Ich habe extra nochmal kurz geladen, um noch ein paar Mobs zu töten. Ich war nämlich ganz kurz vor Stufe 54. Und bin ja jetzt auch frisch Stufe 54. Stelle ich mal das Labern ein, weil ich mich genau ein bisschen konzentrieren muss.
war das. Was macht er mit seinem Charge? Stehe ich nicht an. Ah, kann ich ihn gut unterbrechen. Jetzt mal durch. So, ich gerade alles auf Cooldown. Gehe ich mal kurz aus dem Weg. Was war das für ein Lag? Oh shit. Nicht mehr bis zum Ziel. Inferno, Hölle. Ich bin so hungrig. Auf Hardcore. Sehr schön. Ja, dann kann die Reise ja weitergehen. Eigentlich bin ich ganz gut, was das Level angeht, glaube ich. Auf dem richtigen Weg. 54 am Ende von Akt 1. Ja, ich gebe mir bei den Akten auch echt Mühe, quasi alles zu klären, damit ich möglichst viele Erfahrungspunkte bekomme und im Level möglichst hoch bin, so früh wie es geht. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Hardcore-Video von den Bossen von Akt 2. Bis dahin, macht's gut, ciao.